aber das muss aufhören. Wir müssen wieder zueinander finden und wir sollten den Dialog so suchen miteinander. Worüber wir reden wollen, dass wir am öffentlichen Tisch miteinander reden und nicht mehr in den sozialen Netzwerken uns beschimpfen. Das muss aufhören, das ist meine Kritik in beide Richtungen. Wir müssen miteinander reden, auf der sachlichen Ebene, das fehlt. Und ich hoffe, dass wir das herbeiführen können. Wir werden in nächster Zeit das Covid-19-Forum wieder aktivieren und werden versuchen, die Kritiker, die Maßnahmenkritiker und die Kritiker der Maßnahmenkritiker zusammenzubringen mit Abstandsregeln, mit Hygieneregeln, und dass wir miteinander reden und gemeinsam wieder an einen Tisch finden, wie wir gemeinsam durch diese Krise finden. Es gibt Betroffene auf allen Seiten. Wir sind keine Rechtsextremisten und wir sind auch nicht egoistisch. Wir wollen euch sagen und zeigen, dass die Zahlen einfach nicht das hergeben, was jetzt gerade passiert. Und das wird nicht das Letzte sein, was passiert, weil es wird sich auch auf die Wirtschaft wieder niederlegen. Die EZB kann nicht permanent Geld drucken, bis es nicht irgendwann explodiert und kracht. Deswegen wollen wir euch auch zeigen und sagen, hallo, passt auf, vielleicht können wir noch jetzt was tun. Aber im halben Jahr ist es vielleicht schon zu spät. Ich möchte wirklich an die Politiker appellieren, für geistig Behinderte, die überhaupt
keinen Sinn für die Maßnahmen haben und für Obdachlose und auch Alte, wirklich mal die Sache von der anderen Seite zu betrachten und zu sehen, okay, da werden ein paar ganz schnell auf der Strecke gelassen. Es geht einfach darum, dass wir unsere Humanität nicht verlieren. Und das ist mit vielen dieser Maßnahmen leider gegeben. Und wie gesagt, die Gesellschaft sollte sich an den Schwächsten orientieren und die mitnehmen. Das ist mein Problem. Ich bin jetzt seit 1. November 2020 daheim. Ich will arbeiten. Mir wird das Recht auf Arbeit verwehrt. Ich will arbeiten und Gastronomen, bitte steht auf. Ihr verliert eure Existenzen. Bitte macht mit. Sind Sie Angestellte? Angestellte. Okay. Ja. Und das heißt jetzt auch finanziell auch ein bisschen... Genau, Kurzarbeitergeld. Ja. Gastronomie lebt von ihrem Trinkgeld. Deswegen, es sieht ganz schlecht aus. Also ich arbeite im Einzelhandel und ich sehe diese Spaltung der Menschen, weil die gehen sich alle gegenseitig an die Wäsche und an die Gurgel. Und diese Menschlichkeit ist einfach jetzt in der Pandemiezeit, die geht einfach verloren. Wir sollten doch alle wieder miteinander Mensch sein. Ob jetzt Gegner, ob jetzt Befürworter, alle an einen großen Tisch setzen, konstruktiv, lösungsorientiert und nicht gegeneinander. Die machen sich alle nur unnötig gegeneinander fertig. Das Wir zählt normalerweise. Es ist halt jetzt im Moment traurig zu sehen, dass wir eigentlich ein Volk der Menschen, die eigentlich miteinander, wir halten eigentlich alle zusammen. Wir haben schon viele Krisen überlebt, aber scheinbar ist es jetzt so gewollt von höheren Mächten, sage ich mal. Aber das muss aufhören. Wir müssen wieder zueinander finden und wir sollten den Dialog so suchen miteinander. Wir müssen in Frieden bleiben, in der Liebe bleiben und prinzipiell müssen wir uns über jeden freuen, der sich zu uns stellt. Und müssen uns auch über jeden freuen, der zumindest uns nur skeptisch betrachtet und nicht beschimpft.